Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Falls euch diese Videos gefallen, könnt ihr natürlich gerne ein Abo und Like da lassen. Wäre auf jeden Fall extrem nice. Und schreibt doch vielleicht auch mal in die Kommentare, was ich vielleicht noch verbessern könnte. Ob es jetzt Game Sound ist oder whatever. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und es wurde jetzt auch angekündigt, demnächst TikTok Mr. Wick. Das heißt, der John Wick Limited Time Mode kommt rein. Natürlich gestern kam auch das taktische Sturmgewehr rein. Ich würde sagen, wir gucken heute mal im Item Shop, was heute alles drin ist. Wir haben wieder ein Skin von gestern. Mit dem beginnen wir auch, nämlich Bracer. Ist eigentlich ein ganz cooler Skin. Finde ich auf jeden Fall ganz nice eigentlich. Dazu passt natürlich die Variante Birch. Und die Spitzhacke, sauberer Schnitt. Dann gibt es noch Divergence. Gerade den Gleiter finde ich echt eigentlich ganz cool. Skins weiß ich nicht ganz so, ist allerdings auch mein persönlicher Geschmack. Dann haben wir hier Nachthexe. Den Skin eigentlich ganz cool. Immer so angemalt alles. Und dann hinten auch das Backpack sieht ganz cool aus. Die männliche Variante, da finde ich das Backpack noch ein bisschen cooler als bei der weiblichen. Ja, ich generell der männlichen Skin, männlichen. Finde ich besser und ich finde den auch generell richtig cool. Dazu passen gibt es noch die Mondknochenspitzhacke, finde ich, hat einen richtig coolen Sound, sieht auch richtig aus, lohnt. Dazu gibt es keinen Gleiter und dann kommen wir direkt zu den täglichen Gegenständen. Provisorium ist so ein Schrottplatz-Skin mit einem Mülldeckel, finde ich jetzt nicht ganz so cool. Ich finde den Kopf hinten müssen ja. Wäre jetzt nicht mein Favorite Skin. Dann haben wir Twist. Hat auf jeden Fall einen coolen Beat. Und sieht auch eigentlich ganz cool aus. Dann haben wir hier noch Birdie. Finde ich eigentlich auch einen Skin. Bisschen halt so ähnlich wie die Volumeisterin. Hat allerdings kein Backpack. Kostet aber auch nur 800 Bucks. Ich finde den Skin generell eigentlich ganz cool. Haben wir einen Tagtraum. Hat auf jeden Fall einen ganz coolen Beat und sieht auch eigentlich ganz cool aus. Finde ich noch besser als die Christimo. Dann haben wir eine Elektrisiert. Dazu mache ich einmal die Musik an. Ich finde das so ziemlich die coolste Musik. Habe ich mir so oder so schon gekauft. Deshalb könnt ihr die jetzt auch hören. Finde ich auf jeden Fall extrem cool. Dann haben wir noch den Golfschläger. Hat eigentlich einen ganz coolen Sound. Ja, ist eigentlich echt ganz cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Und die Musik ist eben halt wirklich cool. Feier die extrem. Das war's dann auch schon mit dem Battle Royale Shop, dann gehen wir rüber in den Rette die Welt Shop. Allerdings habe ich keinen Bock auf die Weltmusik. Ich hoffe auch, dass irgendwann nochmal eine Einstellungsmöglichkeit kommt, wo man dann die Rette die Weltmusik ausschalten kann, jedoch die Battle Royale Musik anhaben kann, weil es immer so ein bisschen nervt, wenn man zwischen den Polis herumswitcht und einen nicht haben will. Wir haben heute das Dreifach-Lama, Benzling, der wird echt gut werden, wenn man sich vorstellt, die drei blauen hier wären liegen der. Dafür, dass man dann 120 V-Bucks ausgibt und für zwei Überlebende. Geht auf jeden Fall klar. Ist einfach der dreifache Wert vom normalen Upgrade-Lama, kostet aber nur 120 V-Bucks. Dementsprechend lohnt sich das schon. Hier haben wir immer noch Militär-Lamas, die wirklich lohnen. Und wir haben heute die prähistorische Isa. Die hat als Standardvorteil, solange das Schild leer ist, erhöht sich die Rüstung um 33. Und solange das Schild leer ist, erhöht sich die Rüstung um 100, wenn man hier als Kommandant spielt. Dann ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts Neues, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf der rechten Seite gibt es auf jeden Fall Sterntod-Skorpion. Der hat Aufstände verursachen Energieleihen, wobei für 6 Sekunden pro Sekunde 3 Grundenergieschaden wird. Maximal 3 Stapel.
Ist jetzt nicht allzu viel Schaden, allerdings, wenn man das nochmal zu den Wurfständern zurechnet, kann es eigentlich ganz gut werden. Dann haben wir die Wandpfeile, die lohnen sich, glaube ich, so zu wenigsten von allen Fallen. Gegen den Kraftquellen sind natürlich immer gut. Überlebende, falls ihr noch nicht alle auf Episch habt. Dann natürlich reine Regentropfen, Blitz in der Flasche, Auge des Sturms, Sturmsplitter, lohnt sich alles. Braucht man immer Vorteil plus selten lohnt sich auch noch. Vorteil plus ungewöhnlich hat man eigentlich genug, allerdings eben halt Vorteil fix, normal, lohnt sich eigentlich immer. Hier, falls ihr, sollte man sich auch immer den Überlebenden kaufen. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und bis dahin, ciao.